Dann hast du, das hat er gar nicht gefilmt, oder was? Nein, nein, wir müssen jetzt erstmal die Pommes-Scheiße hier wegräumen. Ja, das filme ich. Ja, gut. Ich dachte, du hättest das vorher schon gefilmt. Ja, aber hier mit dem Maison und Dumont war halt richtig lustig und du filmst das nicht. Genau. Alter. Maison, Alter, hat er gesagt. Ist das hier Maison Dumont, sagt der, Alter. Ja, jetzt mal im Ernst, du legst hier was auf die Theke. Guck mal, Mann, ihr checkt das vielleicht noch nicht. Ja, das war halt direkt gestellt. Das war nicht gestellt. Das war. Also da mit dem Maison Dumont, dass wir das nochmal gesagt haben. Ja, da war aber Delicious schuld. Muss ich ja mal ehrlich sagen, weil der einfach immer zu spät filmt. Immer. Delicious filmt einfach immer zu spät. Du machst was Witziges auf dem Tourbus, du machst was Witziges, der Witz ist zu Ende, Delicious holt schnell seine Kamera raus. Dumm. Ja, Problem erkannt. Müssen wir lösen beim nächsten Mal. Man muss das hier aufklappen, um durchzukommen. Das wird dann ungefähr so aussehen. Nein, nein, nein! Jedes mal, da ist wenn doch eine Glasscheibe drin. So, aber jedes Mal, wenn man die durchgeht, wird das so aussehen. Du musst wissen, das ist eine Rarität, die Glasscheibe, so weißt du. Die Glasscheibe ist eine Rarität, nicht der Rahmen. Der Rahmen kann doch gar nicht kaputt gehen. Die Glasscheibe ist doch eine ganz normale Glasscheibe. Ja, aber die ist ja auch 621 Jahre alt, vielleicht. Mhm. Ja, aber du stellst halt jetzt wieder hin, hast du gesagt. Ja, das stelle ich auch hin. Ey, das ist ein antiker Bilderrahmen. Siehst du? Aus dem Fundus meines Großvaters. Ach so, oh, sorry, tut mir leid. Ja, das Glas ist halt auch antik. Ich dachte, von deinem Großvater. Nee, der Kelch, du weißt genau, wo der Kelch her ist. Kannst du mal erklären, ich räume auf und du kannst mal erklären, wo der Kelch her ist. Den ich da ausgegraben habe. Ja, den musste ich mitnehmen. Das war von, das ist ein Kelch, da gibt es auch eine Aktiv-Folge von Mikes Junggesellenabschied. Mikes Junggesellenabschied. Da ist der Kelch her, das ist Mikes Pimp-Kelch. Ja, das war richtig toll, war das. Ach, ich wollte Bierflasche in Müll werfen. Hier ist noch ein Cent drin, Schneider. Ja. Hier ist noch ein Cent in der Bärlauch-Mayo. Fängst du den mal kurz? Weil das ist Geld. Ein Fall einfach, weißt du, da hab ich kurz überlegt, so, was machst du, der liegt ja auf dem Löffel schon. Das hat mich an eine krasse Situation erinnert, falls du den Film, kennst du den Film Hook? Ja. Mit, ja klar, hier Bangarang. Der nicht, genau, der nicht heißt wie der Sänger, aber genauso heißt. Ja. Robin Williams. Ja. Glaube ich, ja. Ja. So, der. Und als der zum ersten Mal wieder Peter Pan ist und nicht Peter Bunning in dem Film, dann nimmt er den Löffel, guckt Rufio an und sagt, Rufio, möchtest du noch ein bisschen tote Hundeschnauze lutschen? Und schießt dann. An die Szene muss ich denken. Na, jetzt bin ich... Spanky! Spanky, komm mal hier. Man darf ja nicht Geld wegschmeißen. Hier. Ich dachte, du Chula. Willst ihn davon abhalten. Trüffelmayonnaise. Dass er das Geld isst, Alter. Und du willst nur, dass er deinen Penis ableckt. Ach, vernünftig ablecken könnt ihr auch nicht. Dafür sind die Gläser. Sonst klappt das immer. Dreckigen Geschirr. So, den hab ich jetzt erst verstanden mit dem Blasen. Ja, das war ein Witz übrigens. Ne? Ja, hast du mit dem Blasen. Sonst klappt ja. Das immer, hab ich gesagt. Ja, das hab ich verstehe. Ja, fertig designt. Noch nicht ganz fertig. Noch nicht ganz fertig, aber jetzt gleich, wenn die Pommes-Scheiben weg sind, ist das schon mal ein bisschen fertiger. Und, ja, was sollen wir euch erzählen? Das geht bald los. Wir müssen jetzt... Da wusstest du auch nicht genau, was du sagen sollst jetzt. Nee, überhaupt. Das Problem ist, dass wir nicht vorbereitet sind. Das merke ich sowieso, das zieht sich die Sendung durch schon. Ich weiß auch jetzt schon, weil ich ja schon weiß, was ich da gesagt habe. Und du, dass wir schon oft merken... Oh. Es stockt. Oh. Es stockt ein bisschen. Da müssen wir einen Griff kriegen, ne? Oh. Sag ich dir, da müssen wir einen Griff kriegen. Weiter. Jetzt halt noch ein paar Gäste zusammenkrachen. Aber wir haben schon ein paar geile Zusagen, muss ich sagen. Habt ihr ja vielleicht schon gesehen über Insta? Das ist auch so geil, wenn man so rumschwenkt. Da ist so Idylle, Alter. Und der ganze restliche Studioraum sieht aus wie Scheiße, Alter. Ja, aber wir haben ja heute auch noch renoviert. Da muss man ja auch dazu sagen. Wir haben heute renoviert. Sonst sieht das auch klasse hier aus. Wir sind jetzt mittlerweile 5 Jahre hier und das wird nur von A nach B geschoben. Das ganze übrigens hast du das dann echt cool darunter gepustet. Ich will jetzt nicht schwulen, aber du hast das echt cool darunter gepustet. Ehrlich, sah geil aus, einfach. Warum musst du eigentlich jedes Mal rülpsen, wenn die Kamera läuft? Ich muss immer rülpsen. So richtig so vorpubertär. Das ist nachpubertär. Ich bin 32. Gewitter im Kopf sind am Start. Die haben wir schon rangelotst. Gurkensohn hat auch zugesagt. Gurkensohn? Ja, ich will gerne. Das wird so eine kontroverse Folge, würde ich sagen. Da werden sie alle. Da werden sich die Mäuler zerreißen. Hat er jetzt der Nazi. Hast du den Move gesehen? Nee. Ich will jetzt aber auch nicht zurückspulen. Nee, musst du nicht. Ich hab richtig nice mit den Fingern so. Nee, da bin ich von ausgegangen. Da hab ich dann überhaupt nicht interessiert. Da hab ich nämlich gedacht, ich sehe das jetzt so. Ich beobachte ja mehr mich, so weißt du. Okay. Ja. Familie Geld gegeben oder nicht? Also, ich hätte Bock, auf jeden Fall Gurkensohn hier zu haben. Das wird gut. Und wie ihr seht, haben wir. Ich hab gemerkt, du hast nicht so Bock, Gurkensohn da zu haben, vielleicht. Was? Ich hab den Kontakt zu ihm hergestellt. Ich weiß. Gurken und so. Also, du bist dabei, wir machen das. Gurkenhurensohn und ich sind so, Alter. Also, wir laden den ein. Ja, na klar. Zack. Okay, gut. Das ist Corona, und, ich darf. Guck mal, siehst du die Flecken auf deinem Pullover? Ja, ja. Sehe ich. Das ist nass.
Ja. Auch schon aufgerüstet. Wir haben ein bisschen was gekauft. Nee, die kommt am besten mal her, da siehst du das. Wir haben auch schon gestrichen. Allgemein erstmal. Also, ne, wir sind nur die feinste Ware. Wir wollen 43er mit Energy anbieten, den mit Milch gibt es bei uns nicht. Das ist nämlich der Jules-Getränk. Das ist der Jules. Der Jules. Der Mike ist ein Bier aufmachen und ich trinken. Das ist einfach ein schales Bier, ist ein Mike. Das ist ein Mike. Ein Schneiser ist ein Bier mit Kondensmilch. Und ein Woddy ist einfach eine Tasse Wodka. Aber eine richtig große Tasse Wodka, wo so draufsteht so... Oder ein Krug. Mein Maß. Mein Pott oder so. Ja, okay. Ich muss sagen, ein 43er mit Milch, habe ich mir sagen lassen, soll echt geil schmecken so. Ach, mit Energy, eben nicht mit Milch. 43er mit Energy ist richtig nice. Ich glaube, das ist zu süß, aber es ist wahrscheinlich sehr süß sein, aber also ich habe mir sagen lassen, dass der Jules sogar ein wirklich gutes Getränk... Oh, guck mal, jetzt sehe ich es im Bild. Wir haben die 257-Lampe nicht angemacht. Unsere LED-Lampe, Kacke, die war aus die ganze Zeit. Wir müssen eigentlich nochmal drehen. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Mit einer Anlampe. Okay. Müsste an sein. Nicht, ja, okay. Die müsste an sein. Ich habe jetzt gefurzt, weil du gerade gerülpst hast. Wie ihr seht, haben wir einiges am Start. Wir haben für die Leute, die ein bisschen anspruchsvoller sind, den guten Don Papa rum. Wegen dem sind wir jetzt auch verschuldet. Ist der gut, oder was? Der ist teuer. Wie teuer war der? 40. Da bin ich schon mal froh, dass der Woddy nicht eine Tasse rum ist. Muss ich mal ganz kurz dazu sagen. Ja, aber das ist halt teurer rum. Also da habe ich gerade nicht gedacht. Ja, und wäre auch vom Namen her kompletter Quatsch. 40 Euro finde ich schon, da ist ein bisschen happig, wa? Puh, keine Ahnung, ich war jetzt nicht der teuerste. Okay. Aber ist happig denn richtig? Sagt man happig oder ist das üppig? Ne, üppig ist viel, happig ist teuer. Happig ist teuer. Üppig ist viel. Boah, das, okay, mein Freund. 40 Euro für eine Pulle Schnaps, Alter. Ja, du weißt, was wir haben, sind diese Kanonenkugeln von Sido. Die haben wir nur umsonst gekriegt. Ja, Shoutout an Sido an der Stelle doch mal. Danke, wir brauchen aber Nachschub. Ja, das ist Gin und Wodka. Also wir haben auf jeden Fall alles am Start. Wir werden demnächst die Leute hier ordentlichst abfüllen und mit denen dann Spiele spielen. Und was ist denn das für ein Berliner Luft, der andere da? Das ist mit Chili, Kirsch und Schokolade. Zammer. Das schmeckt wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, der Mike war den Alkohol einkaufen. Ich wusste jetzt wirklich nicht, was da alles steht. So, das war wirklich mal nicht gestellt. Das, also ich habe keiner, der Mike ist halt heute einkaufen gewesen, wenn ich Bilder aufgehangen habe. Jo, wir gehen jetzt einkaufen. Nein, wir müssen natürlich Schnaps besorgen. Aber wir brauchen auch Sprudelwasser, deshalb lasst eure scheiß Kommentare von wegen, was kauft ihr denn Wasser, ihr Hunde? Persönlichkeitsrechte muss man sich keine Sorgen machen, jeder hat eine Maske auf. Muss man nicht mal pixeln, das ist ein bisschen praktisch schon. Ne? Tut mir den Gefallen, werdet alkoholabhängig und rettet somit die Brauerei vom Tod. Wir nehmen einfach mal von jedem bei. Für jeden Geschmack hier. 43er mit Energy. Den guten Stroh 80. Berliner Luft. Falls mal Besuch von auswärts kommt. Chili, Kirsch, Schokolade. Vielen Dank. Für einen guten Don Papa. Aber nehmen wir doppelt oder vor? Wir nehmen beide. Dann haben wir dreifach. Boah, Danziger Gold. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Kannst ja mal nippen. Berliner Luft schmeckt ja wie Zahnpasta, oder nicht? Also wie dieses Listerin, oder nicht? Ja, deshalb trinke ich es gerne. Und dann ist jetzt Pfefferminzlikör mit Chili, Kirsche und Schokolade. Schokolade, das heißt Schokolade. Schokolade. Genau. Das ist jetzt ein Pfefferminzlikör. Ich hab das auch gesehen mit meinen Zähnen. Das hat nämlich letztens einer geschrieben. Jetzt bin ich reich und hab mir immer noch nicht die Zähne gemacht. Das sieht aus der Seite aus. Ach, du reich bist du. Ich sag ja, das habe ich gelesen letztens. So, ich wusste das auch nicht. Aber aus der Seitenperspektive sieht das echt scheiße aus. Ich sehe wirklich aus wie so ein obdachloser Pierre Vogel. Nicht wie als der andere, der Schauspieler. Nicht der andere Schauspieler. Wie heißt denn der? Jürgen Vogel. Das ist der Bruder wahrscheinlich. Mit Chili, Kirsche und Schokolade. Schokolade. Ja, und wie ihr seht, haben wir ja auch ein bisschen aufgepimpt, was das Design angeht. Also der Wunsch war ja, dass... Er ist natürlich nicht der Bruder. Statt... Entschuldigung. Wir haben das mit den Kindern gelassen. Sag mal ehrlich jetzt. Tut mir leid, ich habe es selber gemerkt, während ich gerülpst habe. Boah, Alter, machst du das auch, wenn du so essen gehst, gemütlich, auf ganz entspannt, so weiße Tischdecke drauf, dann... Kommt auf die Lokalität an. Ich nehme ein Bier bei den Happen da für 200 Euro, nehme ich ein Humpen Bier. Ja, ich sag mal, wenn ich bei Edith in der Kneipe bin, dann mache ich auch mal einen Rülpser so. Aber jetzt nicht, wenn ich im Peak Fine Restaurant bin. Ich bitte, und das meine ich echt ernst, filme, wenn du einmal bei Edith in der Kneipe bist. Alter, das möchte ich unbedingt Warst sehen. Warst du noch nie bei Edith? Ich schwöre, bei Edith ja, aber seitdem das jetzt anders heißt, ich möchte das jetzt nicht sagen, weil das ist ja schlechte PR. Nicht, Alter, da kniffeln geistig die Biele den ganzen Tag, Alter, ab 10:30 auf Trichter, Alter. Ja, aber ich gewinne jedes Mal. Nee, Junge, Digga. Achso. Schlecht, warte mal.
Oh Gott, sieh du nicht mehr weg. Na, siehst du jetzt süß aus. Schlechte PR. Du siehst immer noch scheiße. Wofür steht denn PR? Ist das die Abkürzung für Promo einfach, oder was? Ja, wenn ich jetzt, ja. Promo. Ja, irgendwie Marketing. Ich check die Abkürzung PR. Okay, das gut. Steht für Marketing. Was? Public Relation, sagt Danny Lesch, das hinter der Kamera. Das steht für Public Relation. Nee, steht's nicht, steht für Management. Für die einbauen sollen. Hab aber, ich glaube, das ein oder andere Erinnerungsstück, was ihr bestimmt wie. Da muss ich jetzt halt irgendwie damit zu tun. Da sagt der Basti auch hinter der Kamera, guckt Danny Lesch nur an und sagt so. Das stimmt, was du gesagt hast. Sag, das stimmt, was du gesagt hast. Weil der Delish ist so klug. Wir brauchen unbedingt neue Freunde, Alter. Okay, weiter. Wieder erkennt aus irgendwelchen Videos oder aus unseren alten Tonstudios und ja, bisher geht's, ne? Aber ja, wir müssen aufstocken. So, wie gesagt, wir wollen uns ein Postfach machen. Und die Gäste müssen auch. Das ist sogar echt, das kam zu kurz, weil das irgendwie zu kurz kam. Wir wollen wirklich uns ein Postfach machen. Das Problem ist da halt einfach nur, dass man das irgendwie gewährleisten muss. Das geirrt. Dass da auch nur anständige Sachen ankommen. Und das müssen wir irgendwie so machen, dass die Leute, die uns was schicken, da auch eine Kleinigkeit für zurückbekommen. Weil dann zieht. Hallo Spanky. Zieht man in der Regel gute Leute an. Die nichts Böses wollen. Ja, wir können uns ja irgendwas überlegen. Wenn die Leute jetzt irgendwie was Geiles an unser Postfach schicken, was wir hier aufhängen können oder was wir oder irgendein Spiel, was wir hier spielen können oder wenn es nur ein Brief ist, den wir vorlesen können. Nur, ist ja geil, wenn heutzutage einer einen Brief schreibt. Ja, ich würde sagen, nächste Folge machen wir einfach mal bekannt, wie das Postfach ist. Und dann gucken wir mal so testweise, wie lange wir das am Leben lassen können, bis die Postfiliale uns nicht mehr sehen möchte. Das ist ja sehr klein, so ein Postfach. Ne? Nee, da kannst du einen Rollwagen voll machen, Alter. Ach so, dann. Ich habe das bei Knossi mal gesehen, also bei ihm hat das nicht schön geendet, sag ich mal so. Okay. Spanky, kannst du bitte jetzt mal ruhig Was sein? Was willst du denn? Geh mal weg jetzt. So. Boah. Ich habe übrigens. Der leckt heute die ganze Zeit mein Bein, aber du bleibst so ruhig, Alter. Ich muss blätternass. Hallo! Ich musste zweimal rülpsen und ich habe dazu. Entschuldige dich jetzt mal. Mitbringen auf jeden Fall. Also die Gäste, wenn Gäste kommen, muss die müssen immer Designstück. So ein Designstück für unseren Laden hier mitbringen. Voll. Auf jeden Fall, für unsere Kneipe. Und wir wollen aber eigentlich auch ein Postfach aufmachen, nur wir müssen uns noch überlegen. Hier siehst du, dass ich mich die ganze Zeit so schlecht seitlich zur Kamera drehe. Willst du gleich sehen, ist mir später aufgefallen, dann drehe ich mich gerade, weil ich auf Zack bin. Wie wir das genau machen, damit nicht. Das war so ein peinlicher Moment. Okay, wir müssen uns nochmal genau überlegen, wie wir das machen. Ich würde den jetzt mal gerne einmal verköstigen. Mach doch, hol den Glas, Alter. Eine Review machen. Ja, das bleiben müssen, Alter. Nee, das wie auf diesen Fotos, wenn du früher im Kindergarten. Entschuldigung, warte mal kurz. Wenn du wie im Kindergarten früher so ein Porträtfoto machen musstest und dich so zeigen musstest. Kennst du so? Und nicht gerade? Sondern so? Ja, so schwul eindrehen. Wenn du den Brontosaurus machen musstest. Kannst du natürlich eindrehen. Ja. Ach ja, Alter, nee, kein Glas, so ein Pinnchen, das reicht. Ich will ja nur probieren. Will mir jetzt hier nicht wie so ein Achtarmigen einen reinorgeln. Ja, wird. Vielleicht musst du das gleich so rüberschieben, warte. Ach, okay, ich hab schon gemerkt, beim Schieben könnte ich ein bisschen mehr Schwung geben. Saloon. Das war so. Ja, war zack, howdy, Partner. Ich guck auch echt überzeugt davon, dass das gut war, Alter. Boah, das ist also es schmeckt. Ich hab sogar gerochen, aber mein Gesicht hat sich so krass verzogen, ich konnte da nichts gegen machen. Direkt, Alter. Original. Als allererstes brauchen wir einen Kühlschrank, das kannst du hier diese Pfefferminz-Schokolade, After Eight. Chili, Mech gar nicht. Und Kirsche, auch nicht. Wir wollen euch auch nicht verleiten zu saufen, liebe Jugendliche. Das ist einfach nur After Eight. Und auch Erwachsene. Wir wollen euch nicht verleiten zum Saufen, wir wollen euch nur lustig gestalten und besaufen uns dafür. Das ist der Sinn dieser Sendung. Und ich glaube, wir werden auch mit den Gästen ein paar Leute am Start haben. Ich denke, wir kriegen Finch hier hin. Ich denke, wir kriegen die ganzen Leute, mit denen wir mal Musik gemacht haben, allgemein. Da können wir einige einladen, auf jeden Fall. Ja. Und Gewitter im Kopf kommen, die kommen. Gewitter im Kopf kommen. Mit dem machen wir auch Tracks. Ich habe gehört, wir machen einen Revi-Diss-Track. Das war wirklich lustig. Gurkensohn kommt safe auch. Auf jeden Fall. Kommt auch Revi. Aber ich habe mein Handy nicht. Mit dem sind wir eigentlich befreundet. Das heißt befreundet. Wir sind gut mit Revi. Man kennt sich von der Grillparty. Aber ich würde trotzdem einen Diss-Track schreiben. Wir sind ja nur Autoren. Ja, lass die fragen auf jeden Fall. Also wir fragen Gewitter im Kopf, ob die Bock haben, dass wir mit denen zusammen den Diss-Track gegen Revi machen und dann machen wir den. Nee, das haben die uns ja schon gefragt. Und Gisela soll die Hook machen.
Okay, okay, nice. Okay. Finde ich eine gute Sache. Das kriegen wir dann hin. War jetzt auch mehr so, ich wusste das. Das ist blöd gelaufen. Für mich jetzt so. Weil du, ja, du hast dich hier selber auflaufen lassen. Ja, ich habe gedacht, machst du mal Nudel. So. Ich dachte, du steigst ein so und wir machen so. Spielen uns die Bälle quasi hin und her wie ein Team, so weißt nee, du? Nee, guck mal, pass auf für die Zukunft, da darfst du nicht mehr von ausgehen. Okay, ja, gut. Und dann sagst du so, ja, nee, das steht ja schon fest. Und ich denk mir so, ja, weiß ich auch. So, ich wollte nur. Ist in die Hose gegangen auf jeden Fall. Nee, hat auch nicht so richtig gut. Nee, ja. Nee, war auch uncool einfach. Voll. War auch wieder gestellt. Du hast wieder versucht, etwas zu stellen, solltest du es am besten lassen. Nur so. Kann man ja auch eine Eselsbrücke bauen. Will stellen, zweimal L und dann lassen dahinter. Okay. Ich wollte das nur so. Wie im Film wollte ich das so aufbauen. Ach so ist das. Und ich hab gedacht, da kommt das dann drauf hinaus. Ja, so, ja. Weißt du? Hat nicht geklappt. Da kommt das dann drauf hinaus, ist auch komplett falsch. Ja, wie gesagt, also ihr seht jetzt, die Kulisse steht. Wir haben die ganze Woche durchgeschuftet. Wir können euch gleich mal ein paar Sachen reinschneiden hier, wie wir das zusammengewerkelt haben oder zumindest gestrichen. Davon haben wir ein paar Bilder. Ein bisschen haben wir, glaube ich, gefilmt. Ja, das kann sein. Ist doch ganz nett. Woddy macht schöne Musik und ich streiche. Die Wand! Wir haben uns für ein Staudergrün entschieden. Also ich habe mich für ein Staudergrün entschieden. Schließen sieht es gleich einfach. Und dann kann er sich ja nochmal umentscheiden. Muss dann aber halt auch nochmal drüber streichen. So sind die Rules. So. Schluck fertig machen immer. Funktioniert. Aber haben wir da echt gut mal jetzt hingekriegt. Ne? Guck mal hier, wie gerade die Linie ist. Film mal, Delicious. Komm, film mal. Perfekt. Genau, da kam es nämlich Anfragen, dass wir das nicht mit der Früh gemacht haben. Da ist kein, kaum, also fast gar nicht, bis auf da, so, ne? Kein, Ist da nichts weg. Das ist ja perfekte Linie. So ist halt. Tja, ja, natürlich. Und wir müssen ja halt auch noch Musik machen. Und außerdem ist es noch nicht so einfach. Bald darf man sich ja mit mehreren Leuten treffen. Dann ist das hier auf jeden Fall möglich. Sonst hätten wir da ja darf so die Gastro wieder aufmachen. Da darf die Gastro aufmachen und man darf sich mit zwei Haushalten treffen. Einer, zwei. Und dann kann man hier einfach die Plexiglaswand auch weglassen. Wir wollten hier erst eine Plexiglasscheibe ziehen, bevor wir Gäste einladen. Das erübrigt sich ja jetzt dank der Politik. Nice. Und dann. Was heißt denn zwei Haushalte? Heißt das, dass sich jetzt auch nur zwei Leute, aber aus verschiedenen. Ne, zwei, die geht immer, ne? Zwei geht immer. Aber das nicht aus verschiedenen Haushalten, sondern nur aus einem. Ich habe keine Ahnung, man darf sich jetzt wieder mit mehreren Leuten, ein bisschen mehreren Leuten treffen. Nee, aber wollte ich gerade sagen, so, wenn jetzt sich zwei Haushalte treffen würden, bei mir die Nachbarn, unter, die kommen. Die Lampe unter uns macht mich schon heftig blass. Ich sehe aus wie so eine Zombie-Crack-Hure, Alter. Dann müssen wir da einen braunen Filter vormachen. Braunes Papier. Walskis und die Rangeschwas, das sind 19 Leute, wenn die sich jetzt miteinander treffen, so bei uns in der Kneipe. Die Kowalskis sind zwei und die. Sie haben die Rangeschwas, das sind 19 so. Und dann aber 21. Ja, nee, ich meine nur die Rangeschwas. Aber das die, ist so rassistisch, Alter. Ist das rassistisch? Der Rangeschwas ist ja vor allen Dingen Vorname? Nee, das ist Yoga Rangesh. Nee, das ist Ranga Yogeshwar. Oh, jetzt sind wir komplett Feierabend, Alter. Jetzt ja, aber was kann ich dafür, wenn die Nachbarn so heißen? Ja, und das war ja auch nur so, weil in Indien gibt es ja echt viele Menschen und wir sollten uns das Thema jetzt einfach lassen. Oh Gott, Alter, Rassismusvorwürfe, ich sehe die schon kommen. Okay, Alter. Okay, nee, aber nein, ist ja nichts dafür, dass die zu 19 sind. Okay, ich finde ja auch so Kommentare lustig, wenn man darauf reagiert. Spanky, könntest du mal bitte nicht bellen, wenn wir YouTube machen? Danke. Korrekt von ihm. Echt geklappt. Ja, dann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir dann wieder Leute einladen und das funktioniert auch ein bisschen besser, als das jetzt funktionieren würde. Und dann haben wir auch vor, Bilder zu malen, Spiele zu spielen und dabei einfach Alkohol zu trinken und über Dinge zu reden. Habt ihr Ideen für Dinge? Dann schreibt die in die Kommentare. Und aktiviert die Glocke. Und auch Gäste, immer gerne, wir brauchen einfach Ideen. Wie ihr seht, wir sind im Aufbaustadium. Ich habe auf jeden Fall ein lustiges Kartenspiel auf jeden Fall schon mal bestellt. Das möchte ich gerne spielen. Mit unserem ersten Gast möchte ich dieses Kartenspiel spielen und dabei ein Bierchen trinken und quatschen. Mr. Rap? Den bei uns als Gast.
Wir müssen ihm nur einen Strohhalm in jedes Glas machen, dann kann er auch mit Maske trinken. Also Mr. Rap, wir laden dich herzlich ein, bei uns in der Kneipe mal mit uns einen weg. Hat die Maske hier irgendwie ein Loch oder spricht er durch den Stoff? Nee, der spricht durch den Stoff. Ja, aber dann ist den Strohhalm dann? Ja, einfach durchstecken unten. Ach so, so. Unten rein. Also ein Strohschlauch quasi. Ein Strohschlauch. Also bist herzlich eingeladen, auch mit uns mal einen Abend Alkohol zu trinken. Herr Rap sagt man dann? Weil er ist ja echt Mr. Rap. Du sagst ja nicht Herr Mr. Rap. Nee, ist ja Englisch, also Mr. Rap. Ach so, okay, das bleibt man okay. Oder Sir Rap. Sir Rap. Lord Rap. Lord Rap. Lord von Rap. Ja, das wäre halt schön. Also das, wir wollen halt die Leute bei YouTube... Herzog von Rappingen. Wir wollen die YouTuber mal einladen, die wir persönlich auch cool finden und wo wir persönlich auch kein Problem mit haben. Weil es ist genauso, wie es beim Fernsehen ist, überwiegend scheiße. Aber die, ein paar Leute sind dann doch schon sehr interessant. Und es gibt auch Leute, die scheiße machen und sehr interessant sind, wie Tanzverbot. Aber der kann auch kommen. Tanzi müssen wir auch mal einladen. Ich trinke einen Mike. Mike trinkt einen Mike. Das ist ein Bier aufmachen. Stehen lassen und einen buffen. Ja. Es wird lustig, es wird gut und wir wollten eigentlich auch nur noch mal sagen, dass ja. Tut mir wir jetzt unser Album so gut wie fertig haben, dass wir diesen Sommer kommen. Wir machen Autokino-Konzerte in Bonn. In Trier wird es demnächst eins geben. Dann haben wir Bottrop ist auch noch. Ja, da könnt ihr hören. Wir machen noch mehr. Das vom Moviepark übrigens. Da könnt ihr auch noch Achterbahn fahren. Zum Glück gibt es diese Lösung. Genau jetzt. Ja, ist jetzt wieder auf, haben die gerade gesagt. Ach so, ist die machen auch. Bis sie das wieder verbieten, weil jetzt habe ich nämlich gehört, da haben sich schon Leute in Düsseldorf beschwert, weil die Leute da hupen bei den Konzerten. So, und jetzt mal ganz im Ernst, ne? Damit verdienen Menschen ihr Geld, Alter. Genauso, wenn jetzt einfach durch die ganze Stadt irgendwelche Schlangen sich bilden, weil die irgendwo was super Leckeres zu essen haben wollen und ihr könnt da nicht mehr mit euren, weiß ich, Tandem-Fahrrädern durchfahren, Alter. Beschwert euch nicht, ihr Pisser. Jeder muss gerade gucken, was abgeht. Welle gemacht, ne, dass die wollen, weil die in der Nähe vom Parkplatz wohnen und dann immer Hubkonzerte. Ja, ich kann das ja auch verstehen, dass da Kinder eventuell schlafen und so, aber ey, das ist vielleicht ein, zwei Mal die Woche. Ich habe jetzt auch einen Sohn, der schlafen will. So. Und ich fuck auch erstmal so innerlich ab. Aber wenn man sich dann laut macht und zu Bullen Mann, geht, und das so. Vor allen Dingen um 10 oder 11 vorbei. Also ist ja jetzt nicht, als würde das Silvester. Das hat nicht ganz so viel mit Solidarität ausmacht. Und Wiederaufbau der Gesellschaft zu tun. Finde ich gemein, ihr Wichsers. Oh, das ist nice. Okay, das ist geil. Da muss man halt mehr Abstand Spanky, und so. Könntest du bitte aufhören zu melden, wenn wir hier YouTube machen. Gondel besetzt oder sowas, aber ihr könnt wieder Achterbahn fahren. Und ja, Freunde, ihr seht's ja, wir sind halbwegs fertig. Wenn ihr noch Ideen habt, was hier noch rein kann, wer kommen soll und was überhaupt in der Sendung so passieren soll, helft uns. Es ist ja eigentlich nur so Zeitvertreib. Und wir sind nicht professionell noch nie gewesen. Ist egal, wir kriegen das schon hin, ich bin mir ganz sicher. So, also, ich sag mal, tschüss bis demnächst. Also wir geben jetzt Gas, dass wir die erste Sendung jetzt wirklich auf die Beine gestellt kriegen. Was sagst du jetzt, Butterweide Future, wann machen wir die nächste Sendung, die erste? Ich wollte gerade erstmal sagen, dass ich das wirklich phänomenal geschaut habe. Die Treppe war Wahnsinn. Unfassbar Wahnsinn. Gut, oder sag mal ehrlich, ich habe erst selbst kurz gedacht, ich bin eine Treppe runtergelaufen. Hast du bei der ersten Folge, also bei der ersten Nicht-Folge, das ist jetzt die zweite Nicht-Folge. Habe ich das da auch schon gemacht? Das hast du auch schon gemacht. Oh. Musst du jetzt immer machen. Das ist ab jetzt dein Signature-Move. Am Ende musst du das immer machen. Du bist ja scheinbar jetzt der hinter der Theke und ich bin der vor der Theke. Das sieht so aus, ja. Der Vordertäker. Ich finde das auch besser für unsere Schnapsreserven. Ist du besser, bist der Hintertaker. Und ich meine jetzt damit nicht, boah, dann kommt bald noch der Gast oder ist der Undertaker? Ja, ich bin ja Undertaker. Ja. Ach, hast du das schon bei dir gesagt? Nee, ich habe gesagt, ich bin der Vordertaker, aber ich bin ja auch der Undertaker. Aber wenn du der Hintertaker bist, ist ja auch irgendwie ein bisschen homosexuell, weißt du? Hintertaker. Finde ich gut. Okay, wir haben ja wie gesagt hier jetzt schon... Wann kommt denn jetzt die erste Sendung? Das war die gerade. Also das ist die erste Sendung. Ja, prinzipiell. Okay, dann wann kommt die zweite? Also ab jetzt einmal die Woche. Vielleicht machen wir doch zwei raus. Nein, ich denke, dass wir jetzt ab jetzt versuchen, zumindest einmal die Woche. Wir können ja erstmal in unserem so engeren Bekanntenkreis anfangen, damit dieses Corona-Ding noch ein bisschen und zu Recht ernst genommen wird. Ja, es gibt jetzt diese. Aber wir haben ja zum Beispiel die Boys, die wohnen hier bei uns. Mit denen können wir was machen. Dann haben wir die Möglichkeit mit. Ich habe schon Finger draußen und weiß noch gar nicht, wen ich nennen möchte. Pedders? Mit dem können wir was machen. Wir können mit. Also ein paar haben wir auf jeden Fall schon am Start und das sind auch stabile Kandidaten, mit denen man sich gut unterhalten kann.
Und Gewitter im Kopf, wie gesagt, die waren ja auch schon am Start. Ich denke, da kriegen wir schon was zusammengetrümmert für das Ja, wenn das nicht, machst du halt da so einen 1,5 Meter entfernten Sessel hin. Da müssen wir halt aus der Totalen filmen. Ja, das müssen wir ja sowieso, weil das passt ja gar nicht alles an die Undertaker. Das geht ja nur, wenn da einer noch kaputt ist. Egal, ich guck weiter. Ordentlich gemacht. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen um Content kümmern, wie man heutzutage sagt. Und wir sehen uns. Tschüss. Da war ich auf einmal wieder, finde ich nice, Alter. Ich richtig guten Move gemacht. So. Wie du noch weggehst. Ja, korrekt. Ich finde, kann man sich angucken. Also war jetzt nicht, ich habe mich jetzt nicht umgehauen. Wir können noch einiges verbessern. Zum Beispiel Gäste einladen und irgendwie einen coolen... Cool, also das Spiel, was ich geholt habe, ist der Wahnsinn. Das ist richtig gut. Ich habe ein schönes Kartenspiel. Das ist echt gut. Ja, ich habe. Wir können auch kniffeln, shoppen, wie hier im Ruhrpott. Ja, wir müssen mehr solche Sachen machen, glaube ich. Kniffeln, labern. Einfache Sachen, weißt du? Einfache Sachen und ja, dabei. Ja, Rapper sind ja auch dumm. Ja, genau. Also wenn wir jetzt Rapper einladen zumindest. Ja. Dann kniffeln wir. Meinst du, jetzt kommt noch jemand? Das ist eine große Strafe. So, das kriegen wir schon hin auf jeden Fall. Uff. So. Gut. Das war unser Reaction-Video zu unserem ersten Video. Mm. Wir haben YouTube verstanden. Das ist ja auch das erste Video. Wir haben es ein bisschen vermischt irgendwie. Die können die, normalerweise reactet man ja nur auf Sachen, die es auch so gibt. Das gibt's jetzt gar nicht so. Das gibt's nur als Reaction. Reaction auf was, was nie erschienen ist. Ja, das ist doch nice. Aber wir können jetzt Leute darum bitten, dazu ein Reaction-Video zu machen zu unserem Reaction-Video. Und dann sammeln wir das und wir reacten dann auf Reaction-Videos zu unserem Reaction-Video zu unserem Video. Das ist eine Reaction, Alter. Aber so, lass das mal machen. Also ihr macht jetzt ein Reaction-Video auf unser Reaction-Video auf unser Video und wir machen dann ein Reaction-Video auf euer Reaction-Video auf unser Reaction-Video zu unserem Video. Also wenn ihr jetzt ein Reaction-Video zu dem, das hier, was ihr jetzt gerade hier seht, seht. Ja? Wir haben uns einfach gedacht, das können wir auch und dann machen wir das. Dann reactet ihr da drauf. Ihr reactet. Und wenn ihr eine Reaction gedreht habt, reacten wir beim nächsten Mal wieder da drauf und dann ist das, Dann sind wir Reaction-Freunde. Der ewige Kreis. Freunde, reactet einfach. Haut rein. Ciao. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.